Hallo und herzlich willkommen in der Stanhin-Werkstatt. Ich bin der Falco und heute nochmal hier direkt am Tisch. Hat keinen besonderen Grund, nur ich fühle mich momentan nicht so entsprechend. Das hat immer noch ein bisschen was damit zu tun, aber das geht langsam besser. Also bis zum Sonntag, bis zum ersten Adventsvideo wird es besser sein. So, aber kommen wir mal zu dem, was ich heute habe. Ihr habt jetzt die ganze Zeit Technik vom René von Moltke gesehen. Ich gebe euch heute mal Steine. So. Nicht alles, was ich bei Modbricks bestellt habe, war Schrott. Das hier war eine ziemlich gute Geschichte und sie hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich wollte euch jetzt zeigen, dass ich dazu auch den Originalkarton habe, weil es ist ja bei einem deutschen Händler gekauft. Und dementsprechend gibt es dann halt auch mal einen Originalkarton. Das ist, glaube ich, der erste Originalkarton von Moltke, den ich habe. Jo, also soweit. Dass ihr euch mal den Karton anschauen könnt. Ihr könnt halt zu dem Set selber auch immer noch mal die Wagen, die Passagierwagen separat kaufen. Was ich halt cool finde, hier ist es jetzt halt ist kein Passagierwagen, den man hier hinten drauf sieht, sondern das ist zweimal die Lok. Aber hier oben seht ihr die Passagierwagen. Die könnt ihr wirklich dann noch mal separat dazu kaufen. Ich glaube, die kosten 30 oder 40 Euro noch mal ein Stück einzeln. Und ist eigentlich eine ziemlich coole Ergänzung, wenn man halt einen längeren Zug machen will. Also, ich finde den Zug auch vom Design her so schön. Ich habe jetzt keine Aufkleber drauf gemacht, außer die an den Seiten. Die Nummern ringsrum, die habe ich mir mal geschenkt. Ich habe sowieso zwei Stickerbögen gehabt, was jetzt ein bisschen viel war. Und diese 2086 Steine plus, die verbaut ihr wirklich überall. Ihr seht das jetzt selber hier oben mit den einzelnen Steinen etc. Das nimmt halt unheimlich Platz ein. Da seid ihr viel am Bauen. Was mich überrascht hat, ist halt im Gegensatz zu dem Train von Tubosan, also zu dem Apokalypse Train von G-Star, sind die Aufnahmen unten ziemlich simpel gehalten. Also fand ich cool, war relativ einfach zu bauen. Vor allem, dass das ein ganzer Schlitten hier ist. Also das ist ein Schlitten, der geht von links nach rechts durch, fast bis in die Mitte. Und er hat hier vorne eine Magnetaufnahme und hier in den Zwischenraum noch eine Magnetaufnahme. Das ist echt mega. Das hat mich fasziniert. Das habe ich jetzt so noch nicht gehabt und noch nicht gekannt. Ich gehe dann auch noch mal am Ende auf ein paar Details ein, wenn wir dazu kommen. Gut, ich würde sagen, ich zeige euch jetzt erstmal ein Bild, wie die Sache ausgepackt aussieht und dann gehen wir mal die einzelnen Bauabschnitte durch. Nicht wundern, es ist alles nachvertont heute, weil ich habe das alles wieder ohne Ton aufgenommen, weil zum größten Teil meine Tochter neben mir stand und ich mehr am Quatschen war mit ihr als mit der Kamera. Soll auch mal vorkommen, aber was will man machen, wenn man in Quarantäne sitzt mit den Kindern? Also die Kinder in Quarantäne sind und man selber nur der Aufpasser ist quasi. Aber egal, dazu kommen wir jetzt. So, da seht ihr nun die Bescherung, wie es aussieht, wenn die Tüte ausgepackt ist. Also ihr seht jetzt hier die Tüten einzeln auf dem Tisch liegen und ihr seht halt in dem grauen Karton sind halt die Schienen. Das ist es aber auch noch schon vom Unboxing und da brauchen wir gar nicht mehr weiter drauf eingehen. Hier seht ihr jetzt den ersten Versuch, weil im ersten Bauschritt macht ihr gleich den Motor rein. Und den werde ich auch sofort austesten. Den habe ich ja da jetzt gerade angesteckt und lasse ihn mal laufen, um mal halt zu gucken, auch wie die Geschwindigkeit von dem Gerät ist. Und es ist ein sehr früher Bauabschnitt, fand ich. Und ich fand das eigentlich sehr cool, dass der halt wirklich so direkt da drin sitzt. Und ich habe mir für meinen eigenen Zug ja schon Gedanken gemacht gehabt, wie ich das Ding da passend reinbringen kann. Und das hat mir jetzt halt eine zündende Idee gegeben und das fand ich sehr gut. Entschuldigung, dass ich ab und zu schniefe ein wenig, aber ich hoffe, ihr verzeiht mir. Gut, dann kommen wir weiter im zweiten Abschnitt. Bei der zweiten Tüte ging es dann halt weiter. Da sind ja die Seitenwände hochgezogen worden. Und man hat ein bisschen was hinten vom Muster gesehen. Wir haben hinten die Tür gebaut. Und ja, viel bleibt eigentlich da nie zu erzählen, weil das geht eigentlich ruckzuck von der Hand und das ist eigentlich auch schnell geklemmt alles. Also ihr macht euch da nicht kaputt oder so. Ja, seht, Abschnitt 3, da seht ihr schon, da ist die Akkubox eingebaut. Und da haben wir die ganze Kiste eigentlich so ziemlich komplett bis auf das Dach und lassen den auch mal ein bisschen über den Tisch fahren da gerade. Ja, dann bastle ich jetzt ein paar Schienen zusammen, um mal zu gucken, wie jetzt ist die Fahrgeschwindigkeit. Das wollte ich halt alles mit drauf haben, damit ihr das auch direkt im Vergleich seht, wie schnell der Zug unterwegs ist, ob es sich lohnt. Also ich muss persönlich für mich sagen,
auch wenn ich euch jetzt damit schon ein wenig spoiler, die Geschwindigkeit von dem Zug ist echt gering. Also der XL-Motor, der nimmt so viel Saft daraus. Ich meine, ja, er ist stark, er ist kräftig, er könnte damit jetzt einiges ziehen. Aber wenn ich mir dann so im Vergleich angucke, ich habe jetzt hier diese Eisenbahnmotoren von Bluebrix da, die Dinger, die rauschen einfach nur ab. Im Gegensatz zu dem. Na, da will ich ihn jetzt gleich einmal ein bisschen vorwärts, ein bisschen rückwärts fahren lassen. Das werden wir uns auch am Ende nochmal anschauen mit dem Waggon dann hinten dran, wenn wir soweit sind. Und ja, legst du denn endlich mal los da in dem Video, Keller? Junge, 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 der braucht immer so lange da drin. Ist ja furchtbar. Ah, guck mal, er fährt. Es fährt hin und es fährt her. Und hin und her und hin und her. Also ihr seht jetzt, die Geschwindigkeit ist jetzt nicht überragend extrem, wie man das erwarten könnte, sondern es ist moderat. Ja, es ist halt wie ein Zug unterwegs, es muss halt nicht schnell sein. Genau, mal langsam sein. So. Gut. Dann kommen wir jetzt auch schon in den nächsten Abschnitt wieder rein. Entschuldigung, diese Stimme kippt gerade ein bisschen weg. Ach, es ist halt so. Hier habe ich jetzt zwei Bauabschnitte kombiniert. Und zwar müsste das jetzt die 5 und die 6 sein, die ich da kombiniert habe, wenn ich jetzt richtig im Kopf bin. Kann auch sein, dass es auch die 4 und die 5 ist. Auf jeden Fall hat der Zug jetzt seinen Deckel gekriegt und in dem Passagierwagen haben wir eine Toilette gebaut und eine Kaffeemaschine gesetzt. Und da kann das jetzt auch schon losgehen. Ja, das seht ihr ja selber. Das ist eigentlich ziemlich cool. Finde ich persönlich mit der Kaffeemaschine auch, wenn da die 82 ein bisschen verkehrt drauf ist. Aber naja. So, und dann kommen wir jetzt schon zu dem vorletzten Bauabschnitt. Da haben wir jetzt die Passagierkabine fertig gemacht. Wir haben die Sitze gemacht. Wir haben jetzt hier diese Verkleidungen links und rechts hochgezogen. Und da spielt er ein bisschen mit dem Sitz der Kerle. Da werden wir mal gucken, wie wir jetzt damit auch weiterkommen. Da schauen wir uns das jetzt mal an. So, da haben wir den Passagierwagen jetzt auch fertig. Was ich euch aber doch zeigen wollte, ist ganz einfach in der Anleitung, dass es da manche Probleme gibt. Also ich empfehle euch wirklich dafür, die Online- bzw. PDF-Anleitung zu nehmen, weil ihr seht es hier, das Grün, das ist sehr schwer zu erkennen, dieses Dunkelgrün auf den Seiten. Und gerade in Kombination mit schwarzen Steinen, da wird das dann echt schwierig. Gerade wenn ihr schlechteres Licht habt oder so, also da braucht ihr schon eine sehr gute Lampe, die dann euch den Bautisch ausleuchtet, damit das funktioniert und auch richtig ausleuchtet. Die Ansteuerung hier von der Lok, wir machen die. Kleinteiler, die sind nicht so meins. Ringsrum. Die Akkubox sitzt jetzt genau hier drunter. Um halt die Akkubox anzuschalten, könnt ihr ganz einfach draufdrücken, dann seht ihr, dass es anfängt zu leuchten. Und spätestens hier vorne seht ihr, dass es leuchtet. Und dann können wir jetzt das Ganze mal auf die Schiene setzen. Das kleine Teil hier lasse ich jetzt mal weg. Warte mal, ich schiebe den mal ein bisschen vor, damit wir einen kleinen Effekt dabei haben. So, dann machen wir mal die Fernbedienung an. So, ich glaube, ich habe den auf Port A gelegt. Zack, angedockt. Also ihr seht, der ist wirklich sehr moderat unterwegs. Also jetzt nicht übermäßige Geschwindigkeit. Die Zahnräder und alles, die sitzen auch sehr locker. Da habe ich Wert drauf gelegt, dass das alles passig ist, also passend ist und sich halt nicht so stark überschneidet. Ja, und der Akku gibt auch langsam auf, glaube ich. Es bleibt nämlich bei der Geschwindigkeit. Da ändert sich auch nicht viel dran. Auch wenn ich jetzt hier eine Batteriebox dranhänge. Die Geschwindigkeit ist nicht großartig anders. Das macht aber nichts, finde ich persönlich, weil ich finde persönlich für so einen schönen Zug, um das ein bisschen im Kreis fahren zu lassen, reicht das vollkommen aus. Aber ich finde halt wirklich dieses Magnetteil hier. Das macht halt viel aus. Ich habe viel gehört darüber, dass das schlecht wäre. Oder nicht richtig funktionieren würde. Also, Bombe. Also, es hält auch einiges. Also. Er schlacht mich jetzt bitte nicht, wenn ich es doch verkehrt rum eingebaut habe. Also, verkehrt rum aufgestellt habe.
ob der Waggon jetzt andersrum gehört oder nicht oder wie auch immer. Aber lasse ich euch, wie rum das gehört. Also ich finde persönlich, es ist ein gelungenes Set, es ist ein tolles Set für den Anfang in die Eisenbahnwelt, war das jetzt super. Gerade was die RC-Technik angeht, vor allen Dingen, ich kann hier oben einfach drauf drücken und meine Akkubox ist aus, fertig. Da brauche ich gar nicht viel machen. Das begeistert mich. Das finde ich toll. Also ganz ehrlich. Da freue ich mich auf die nächsten Züge, die ich habe. Ich habe wieder einen Zug hier unterm Tisch liegen, den ich machen will. Der wird aber ein bisschen dauern und das ist halt auch wieder G-Star. Da ich aber erst euch einen Zug von G-Star gezeigt habe, dachte ich mir, ich schiebe das ein bisschen das auf die lange Bank. Und wenn jetzt René sowieso mit seinen Sachen durch ist, mache ich sowieso auch mal Technik hier zwischendurch. Nächste Woche, Dienstag, wird keine Technik kommen. Das kann ich euch jetzt schon verraten. Da wird es ein Set umgebaut geben. Das kann ich euch jetzt schon verraten. Und Sonntag, kennt ihr von letztem Jahr, da beschäftigen wir uns ja dann mit den Adventssets wieder. Das heißt, Weihnachtssets ringsrum. Das kommt dann an den Adventssonntagen bzw. Heiligabend. Da werden wir uns steigern, von klein bis riesig. Also, wir werden dann Heiligabend irgendwas bei 4000 Teilen gelandet sein. 4000 Teile, da ist Licht dabei, da ist Sound dabei, Fools und Feuersteine und hast du nicht gesehen. Also, das wird dann schon echt phänomenal. Und da ist meine Frau momentan gerade dran. Die hat jetzt die Adventszeit fleißig mitgeklemmt, beziehungsweise jetzt die Vorweihnachtszeit, dass wir auch mit allem pünktlich fertig sind. Ich brauche mich dann quasi nur noch immer um ein Video zu kümmern und kann euch dann halt auch dementsprechend wieder die Details bieten, die halt so gerne vermisst worden sind jetzt bei mir. Gut, ich hoffe, ich habe euch jetzt so sehr gelangweilt damit. Dann wünsche ich euch jetzt einen angenehmen Tag, eine schöne Woche noch und wir sehen uns am Sonntag wieder mit dem ersten Adventsvideo. In diesem Sinne, ein frohes Klemm euch da draußen, bleibt gesund, haltet die Ohren steif, Welle 4, irgendwann wird sie weg sein. Bis dann, ciao!